Ach, ist es nicht ein Jammer, dass der Sommer schon vorbei ist? Es kommt mir fast so vor, als wären die Tage wie im Flug vergangen. Ich kann mich nicht mal mehr dazwischen verzwischen. Durch sollte man während dem Sonnenbaden auf jeden Fall genug essen. SpongeBob, hast du die Burger endlich fertig? Eine Quasselbude kommt sofort. Hier, ganz frisch für dich und auch extra ohne Hausstaub. Es ist fast so, als wäre nichts passiert. Sie sind alle so glücklich. Dabei war das schon ganz schön knapp. Sowas darf nicht noch einmal passieren. Dafür werde ich sorgen. Wer wird der Herrscher sein? Spielzeuge rufen laut. Im Kampf von Rhein und Land. Lebendig in der Nacht. In einem Raum voller Magie und Zauber ist jedes Spielzeug, jede Puppe und jedes Plüschtier lebendiger als man denkt. Und ihre Geschichten spannender als so manches Märchen. Barbie, die Königin der Puppen, lebt hier friedlich mit ihren besten Freunden und ihrem treuen Partner Ken. Oh Barbie, es ist einfach furchtbar! Was ist los, Süße? Was ist passiert? Möchtest du dich setzen? Ich wollte wie immer für Liebe und Gerechtigkeit hier im Zimmer sorgen. Aber als ich den Streit zwischen Mario und Luigi schlichten wollte, fiel es mir auf. Er war weg. Was? Wer war weg? Mein Mondzepter. Es ist wie vom Erdboden verschlungen. Aber das ist noch nicht alles. Oh nein, Pikachu hat mir erzählt, dass auch jede Menge Geld und Schmuck aus dem geheimen Furby-Tempel gestohlen wurde. Das ist einfach schrecklich. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Ich weiß es nicht, aber wir müssen den Dieb finden. Ohne meinen Mondstab bin ich nicht mehr ich selbst. Keine Sorge, Usagi. Wir finden deinen Stab und alles, was gestohlen wurde. Ken, hast du vielleicht etwas gesehen? Was, ich? Nö, eigentlich nicht. Ich war gestern den ganzen Tag mit Erik auf der Fensterbank, aber uns ist nichts Verdächtiges aufgefallen. Sehr merkwürdig. Wo könnte er nur sein? Ach, verdammt, ich werde meinen Stab nie wiederfinden. Hallo? Hey, Usagi. Na, hast du Lust, heute ein paar Dingsbums und Schnickschnacks im Zimmer zu finden? Oh, hey, Ariel. Es tut mir leid, aber ich bin heute wirklich nicht in Stimmung. Weißt du, mein Mondzepter ist weg und ich kann es einfach nicht mehr finden. Ach, du lieber Bismarck-Hering. Ich weiß vielleicht jemanden, der dir helfen kann. Du kennst doch. Währenddessen. Schatz, bitte entschuldige, ich wollte dich nicht wecken. Schlaf einfach weiter, ich bin gleich wieder weg. Du hast mich wirklich erschreckt. Sei vorsichtig, Liebling, und schließ bitte die Tür, wenn du gehst. Denkst du wirklich, dass wir ausgerechnet ihn fragen sollten? Ich meine, findest du nicht, dass er etwas merkwürdig ist? Stell dich nicht so an. Ich kenne SpongeBob schon, seit ich ein kleiner Fisch war. Er kann keiner Fliege was zuleide tun. Aber ich... Und außerdem lebt er hier. Er kennt die dunkelsten Winkel des Zimmers am besten. Ja, warum wohl? SpongeBob war nämlich süchtig nach Hausstaub. Dieser Junkie. Hey, hallo. Jemand zu Hause? Warte, lass mich das machen. Wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer? SpongeBob Schwammkopf. Ah, das bin ich. SpongeBob.
SpongeBob. Gut, dass ich dich hier finde. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Hilfe? Wie wär's mit ein paar Krabbenbergern? So verlockend das auch klingt. Aber wir sind auf der Suche nach meinem verloren gegangenen Mondstab. Hast du ihn vielleicht gesehen? Ein Mondstab? Nein, sowas kenne ich nicht. Aber ich habe vor ein paar Tagen zwei dunkle Gestalten gesehen, die ein paar Kisten in ein Auto geladen haben. Kisten. Vielleicht waren das die gestohlenen Schätze aus dem Furby-Tempel. SpongeBob, wie haben diese Gestalten ausgesehen? Konntest du sie erkennen? Bedauere. Es war leider so dunkel, dass ich nur ihre Umrisse wahrnehmen konnte. Es schien aber so, als würden sie Richtung Barbies Haus fahren. Barbies Haus? Aber was hat sie denn damit zu tun? Das sollten wir sie besser persönlich fragen. Sailor Moon wollte es einfach nicht wahrhaben und konnte ihre beste Freundin einfach nicht des Diebstahls beschuldigen. Darum wählte sie einen anderen Weg. Also gut, das ist der Plan. Wir warten so lange, bis Barbie und Ken das Haus verlassen. Danach wirst du, Pikachu, dafür sorgen, dass für ein paar Sekunden das Licht im Zimmer ausgeht. Wir dürfen auf keinen Fall erwischt werden. Mega Pikachu! Mario! Du und Luigi, ihr haltet währenddessen Wache und schlagt sofort Alarm, wenn sie wieder zurückkommen. Alles klar. Here we go. Come on, Luigi. Here we go. Yahoo. Gut. Was auch immer du zu verbergen hast, beste Freundin. Ich werde es herausfinden. Psst. Luigi. Pikachu! Also gut. Sollte ich besser dir stellen. Was ist das hier? Etwa der gestohlene Schmuck? Wo hast du das her? Ach, tu doch nicht so scheinheilig. Du hattest das Geld die ganze Zeit über in deinem Haus versteckt. Bestimmt bist du auch diejenige, die meinen Mondstab gestohlen hat. Aber Usagi, wie kannst du mir so etwas zutrauen? Ich bin's doch, deine beste Freundin. Nicht mehr lange, meine Teure, nicht mehr lange. Wo hast du ihn versteckt? Sag schon! Und was willst du überhaupt damit? Reicht es dir nicht schon, die Königin von allen hier zu sein? Usagi, du verstehst das falsch. Ich habe nichts damit zu tun, ich schwöre es dir. Du warst schon immer neidisch auf meine Kräfte. Darum musstest du sie auch an dich reißen, so wie du alles an dich gerissen hast. Usagi! Läuft wie am Schnürchen. Die zwei besten Freundinnen stehen nun im Streit zueinander. Jetzt ist meine Chance, mir die Krone zu schnappen und endlich die Herrschaft dieses Zimmers an mich zu reißen. Als sich der dunkle Schatten der negativen Emotionen wie ein Schleier über das gesamte Zimmer legte, zog eine neue Regentschaft ein. Siehst du, Teuerste, ich hab dir doch schon immer gesagt, dass ich zum König geboren wurde. Zum König der rückgratlosen Schlangen. Bald werden meine Freundinnen kommen und mich... Deine Freundinnen? Du meinst das kleine Mondgesicht mit den Reisbällchen am Kopf.
Ich denke, die Kleine hat nach deinen Diebstählen nun endgültig genug von dir. Aber ich habe nichts gestohlen. Das warst alles ganz allein du. Nun ja, nicht ganz. Eric und Mr. Snuggles haben mir geholfen. Was? Eric also auch? War auch gar nicht so einfach, ihn davon zu überzeugen. Seine kleine Meerjungfrauenfreundin hat ihm nämlich mächtig den Kopf verdreht. Das kann ich dir sagen. Sie werden kommen. Ich weiß, dass sie kommen werden und alles wieder gut wird. Barb, teuerste, es ist endlich alles gut. Ken, wenn du den Schatz nicht zurückbringst, werden wir alles verlieren. Bitte komm endlich zur Vernunft. Ich habe bereits alles verloren. Ich bin immer nur die zweite Geige neben der oh so zauberhaften, beweglichen, schönen Barbie. Ich hab's so satt, immer in deinem Schatten zu stehen. Und darum wird die ganze Welt jetzt zu einem einzig großen Schatten. Ken, wir müssen damit aufhören. Was? Wer hat das gesagt? Ich dachte wirklich, du würdest dich wieder beruhigen und zur Vernunft kommen. Aber die Schatten haben dich bereits völlig umschlungen. Du bist nicht mehr du selbst. Ach ja, ich empfinde genau das Gegenteil. Gib mir den Mondstab. Nein! Hau ab, oder du wirst genauso enden wie Barbie. Ach komm schon, Ken, das willst du doch nicht wirklich. Sei ruhig. Nein, Ken, hör bitte auf. Das willst du doch nicht wirklich. Nicht nach allem, was zwischen uns passiert ist. Was? Du hättest an meiner Seite regieren können, Eric. Nur wir beide. Ich hätte dich zu meinem König gemacht. Ken, ich bitte dich. Leg die Waffe weg und lass uns über alles vernünftig reden. Es ist zu spät. Die Welt wird immer mehr in Dunkelheit gehüllt. Bald ist nichts mehr da außer Schatten. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Es ist noch nicht zu spät. Gib mir das Zepter. Bleib, wo du bist. Wieder Frieden im Zimmer ein. Der Schatz aus dem Furby-Tempel wurde wieder ordnungsgemäß an seinen Platz zurückgebracht. Ken wurde von der Polizei festgenommen und muss sich nun vor Gericht seiner Strafe beugen. Und Mr. Snuggles fand seine letzte Ruhestätte. Zusammengekommen um Mr. Snuggles, unserem geliebten Teddybär, letzte Ehre zu erweisen. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er wegen mir gestorben ist. Nein, Eric, er wollte dich retten. Uns alle retten. Das werde ich mir niemals verzeihen. Wie konnte ich nur so blind sein und nicht sehen, dass das Böse immer mehr von Ken Besitz ergriffen hat? Ich habe es einfach nicht bemerkt. Wir wurden alle getäuscht. Aber eines habe ich daraus gelernt. Ich werde meinen Freundinnen in Zukunft immer zuhören und ihnen mein Vertrauen schenken. Barbie, es tut mir so leid, dass ich dich beschuldigt habe. Wie kann ich das je wieder gut machen? Aber das hast du doch schon längst. Beste Freundin für immer. Beste Freundin für immer. Das Zimmer erstrahlte wieder in neuem Glanz. Alle wussten, dass noch viele Herausforderungen vor ihnen lagen. Doch mit Mut und Vertrauen, Liebe und Freundschaft können alle Kämpfe überwunden werden. Pah! Liebe und Freundschaft. Sowas Lächerliches. Oh, pah!